Geht ja schon los. Naja, weil normalerweise taucht an der Stelle mir erstmal die Amphibie auf. Na hier Falkenhonk. Und macht einen Soundcheck. Aber der kam mir immer an und meinte so, Herr Kalle, können Sie das nicht mal heute ausnahmsweise für mich erledigen? Ich muss mich noch so doll auf meine Rolle vorbereiten. Pff, Fickfrosch. Das ist doch wahr. Na gut, aber man will ja auch kein Kollegenschwein sein, wa? Aber mal kicken, wie die Scheiße hier funktioniert. Pass mal auf, so Quatsch war. Aber Moment. Ecke, Acke, Hühnerkacke. Hm? Oh ja, Moment. Naja, scheint ja zu funktionieren, wa? So, Freunde, ich werde euch jetzt mal ganz genau erklären, was die nächsten 10 Minuten stattfinden wird, wa? Ich werde jetzt noch mal kurz verschwinden, wa? Und wenn ich dann wieder auftauche, wa? Dann möchte ich von euch, dass ihr komplett durchdreht, wa? Bis der Arzt kommt. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine, weil das schnelle Aneinanderschlagen der Handinnenflächen, wa? Judith, sei denn, ihr habt einen Glatzkopf bei euch in der Familie. Da könnt ihr euch ganz entspannt so von hinten so mit einer Hand. Ja. Also eins noch, wa? Ihr könntet jetzt vielleicht glauben, das hört ihr eh nicht, weil ihr sitzt schön gemütlich zu Hause auf das Sofa drauf mit euren Chips und so. Ja, von wegen, ja, ich werde jetzt hier nicht klatschen in der Wohnung drin, aber pass mal auf, Freunde. Ja. Ich bin Eisbär. Wa? Ich habe ganz feine Sensorik hier an mein ganzes an jedes Körperhaar. Spür quasi jedes einzelne Glied von euch zu Hause. Wa? Das spür ich ganz genau. Wa? Also. Glaubt ja nicht, dass ihr jetzt hier einfach auf der faulen Haut sitzen könnt. Weil ich möchte richtig was hören jetzt. Wa? Und wenn ich spüre, dass der einer nicht mitmacht, wa? Dann kann es sein, dass demnächst klingelt bei euch an die Tür, wa? Und steht davor, wa? Und dann gibt es Fratzen hier, Böller. Ganz genau. Hm? Wisst ihr Bescheid? So. Naja, ich würde mal sagen, probieren wir das mal. Wa? Also, bis gleich. Schisikowski. Na, klatscht ihr? Na los! Ja, ja, toll, der Eisbär, ja. Na los, noch ein bisschen, ja. Warte, Moment. Ja, da ist er schon wieder, ja. Ja, ist ja gut, ja, jetzt könnt ihr auch wieder aufhören, ja, beruhigt euch mal, wa? Muss man ja gleich so durchdrehen, Junge, wa? Wahrscheinlich stehen eh gleich die Bullen bei euch vor der Tür und sagen, was ist hier los? Oder die Männer mit den weißen Jacken, das kann auch sein, wa? So, wunderschönen guten Buongiorno wünsche ich. Ich bin's mal wieder, euer Kalle, wa? Und ich grüße euch recht herzlich zu Sahage Spezial. Das live gestreamte, absolute Puppenprogramm war hier aus live aus Berlin, aus dem BKA-Theater, wa? Ja, und obwohl es also ein Puppenprogramm ist, wird mein talentbefreiter Kollege hier unten, wird zwischendurch mal nach hier auf die kleine Bühne stolpern, war und dummes Zeug quatschen. Wa? Ihr könnt die Zeit nutzen, wa? Aufstehen, wa? Zum Kühlschrank schlendern, wa? Ein paar kleine Stullen schmieren, wa? Oder ein paar kleine Schultern, der die Binde kippen. Wa? Der Typ war bald 50 und spielt immer noch mit Püppchen. Wa? Also mir wäre es peinlich, Junge. Jetzt kickt er wieder so böser Kalle. Gleich fängt er wieder an zu heulen. Wa? Kuff dann Rock, du Flenner, Alter. Na gut. Ja, aber ich glaube, dann kannst du jetzt mal losgehen. Wa? So, Falkenhorn, wie sieht's denn aus da hinten? Nein, bitte, ich brauche noch ein Sekündchen. Wie, was Sekündchen? Sekündchen im Arsch geraucht, Junge. Na gut. Kommt halt erstmal der andere Spacko, wa? Bitte begrüße mit einem Riesenapplaus. Hier ist er für euch. Hier ist der Maulwurf. Gaki, 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 Gaki.
Oh. Theater. Oh, Bühne hier. Moment. Maulwurf. Schauspieler. Ja, Schauspieler hier. Ah, Moment. Ja. Hamletten hier. Ja, Hamletten. Shakespeare hier. Sein oder nicht, Gage. Hamlet, ja. Sein oder nicht, Kacke. Manu, wir haben Hamlet. Shakespeare. Moment, Maulwurf, Schauspieler, ja. Ah. Fausten. Goethe. Haben nun ach viele Jahre und zarte Paare. Niemand nur nennen, nicht zarte Paare, niemand nochmal. Haben nennen. Oh. Oh, Grete. Ja, Moment, Fausten, Grete, ja, Moment. Grete, darf wage, ein Arm und ein Ladetag, ja? Ne? Ja, nicht, Manu, Manu Grete, nee, Grete, komm zurück, Manu Grete, ja, ein Schauspiegel, Schausbacke, tschüssen. Tja, wenn der Bauer nicht schwimmen kann, liegt's an der Badehose. Ja. Ich bin ja übrigens auch ein fantastischer Schauspieler, Iflandringträger. Man nennt mich auch den Frosch mit den 1000 Gesichtern. Ja, eine kurze Kostprobe, ich muss ganz kurz in die Maske, Moment. Danke, Uschi, das sieht sehr gut aus. Now is the fucking winter unseres Würgens befreit vom Eis zu einem heißen Sommer. Dank Kronprinz Eddie, dieser Sonne Yorks, and clouds of doom that hung above our heads sind in des Ozeans feuchtem Loch begraben.
Froschenkacke. Nicht der Froschkönig, sondern Richard der Dritte. Froschenkacke hier. Shakespeare. Nee, Moment. Gemauwurfende Prinzessin-Gacki. Froschkacke, Prinzessin, Froschkacke. Also wenn schon, dann Lady N. Nee, Mann, nur die Prinzessin-Gacki in Kuschen. Ja. Manu, Kuschen, Manu. Also ich muss doch sehr bitten. Manu, gemauwurfende Prinzessin-Gacki in Kuschen, Manu. Also wenn's denn sein muss. Oh, die Echen hier. Ia. Wenn's doch wenigstens ein Pferd. Mein Königreich für ein Pferd. Blöden Froschenkacke. Tschüss. Mein Name ist Fim Lecker. Und ich lese aus der Fibel. Am Anfang war der Buchstabe A. Oh, die fliegen den Froschen hier. Ja? Ne? Ja, flatter, 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 flatter. Ja, flatter, 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 flatter. Ja? Oh Herr, schmeiß Hirn, tschüss. Ein Hake? Ein Hake fliegt in den Froschen? Ja. Oh, Moment. 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 Kamerankerke. Ich geh mal aufrufen hier. Hake Kamerankerke. Moment. Das geh mal aufrufen?
Nee, 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 nee. Nee, 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 nee. Manu. Moment. Spiel, klein. Einen Wagen. Wer ist ein Schönchen in den Garten? Nochmal, Spiegel, ein Wasche, wer ist ein Schönchen in den Kacke, Manu? Maulwurfen, du bist der Schönste hier. Was? Nee, war nur ein Spaß, Junge. Kick doch mal an, Alter. Manu, Maulwurfen, ich habe heute leider kein Foto für dich. Manu, blöden Spiegel, sag ich dir. Blöden Brillenkacke. Ja. Oh ja, ja, das ist besser, ja. Ja, 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 das ist der Maulwurf, ja, ja. Tschüss und... So, ja, schönen guten Abend. Jetzt auch nochmal von meiner Seite. Seht ihr mich? Könnt ihr mich sehen? So, ja, genau. Schönen guten Abend jetzt von meiner Seite hier live aus dem BKA in Berlin. Das ist alles ein bisschen ungewohnt natürlich, weil keine Leute hier sind. Also es sind genau zwei Leute hier, nämlich Tristan, der hinten den Ton abfährt, und dann Sven, der sich um alles andere die Technik hier ganz wunderbar macht. Genau, vielleicht schon mal einen Applaus für die beiden. Genau. Genau, ich werde nicht lange hier bleiben, es geht gleich weiter mit den Puppen. Ich muss ganz kurz meine Schulter wieder einrenken, weil ich kann wirklich nicht mehr als 20 Minuten am Stück die Stoffreste nach oben halten. Sag mal, Sven, wie viele Leute gucken eigentlich jetzt zu? 1700. Ah, dann doch. Ich hatte ein bisschen Befürchtung, dass wir dann nur zu 12 sind heute Abend, aber dann hätten wir uns auch einen schönen Abend gemacht. So, ich werde ganz kurz, bevor es dann wieder weiter mit den Puppen geht, spiele ich kurz ein... Also werde ich kurz ein Gedicht vortragen, mein Lieblingsgedicht. Das ist von Kurt Schwitters. Nee, so klingt besser. So. Schalten sich jetzt alle aus oder sind noch ein paar Leute dabei? Also, ja, genau, ich möchte auch noch kurz an der Stelle, bevor es jetzt richtig losgeht, jetzt kommt gleich Rock'n'Roll, wollte. Also, schon mal sagen, vielen Dank, dass, also erstmal schön, also nein, erstmal natürlich nicht schön, dass hier keine Leute sind, schade natürlich, aber umso schöner, dass jetzt ein paar Leute zugucken. Noch schöner, wenn ihr dann auch diese Spendenfunktion in Anspruch nehmt. Das Geld geht nicht an mich, sondern deswegen macht es das für mich leicht, das zu sagen, weil ich nicht für mich bettel, sondern für sage, bitte unterstützt dieses wunderschöne Theater, das seit vielen, vielen Jahrzehnten, Jahrhunderten fast, würde ich sagen, Jahrhunderten, ne, hier in der Kulturlandschaft einen wichtigen Platz ausfüllt, tolle Künstler und Künstlerinnen unterstützt, schon seit Äonen, seit Menschengedenken, muss man sagen. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass diese Kulturstätte erhalten bleibt. Also, ne, wenn ihr noch einen Euro über habt oder 100, dann unten gibt's, oder oben drüber wahrscheinlich gibt's so einen Link, ne, könnt ihr es über PayPal oder sonst irgendwie, könnt ihr ein bisschen was spenden. Aber jetzt fange ich mal an, so, an Anna Blume. An Anna Blume. O du Geliebte meiner 27 Sinne, ich liebe dir. Du deine, dich dir, ich dir, du mir, wir. Das gehört beiläufig nicht dir her. Wer bist du, ungezähltes Frauenzimmer, du bist? Bist du? Die Leute sagen, du wärest. Ach, lass sie sagen, sie wissen nicht, wie der Kirchturm steht. Du trägst den Hut auf deinen Füßen und wanderst auf die Hände. Auf den Händen wanderst du. Hallo, deine roten Kleider in weiße Falten zersägt. Rot liebe ich, Anna Blume, rot liebe ich dir. Du deiner, dich dir, ich dir, du mir. Wir, das gehört beiläufig in die kalte Glut. Anna Blume, Anna, wie sagen die Leute? Preisfrage. Erstens, Anna Blume hat einen Vogel. Zweitens, Anna ist rot. Drittens, welche Farbe hat der Vogel? Blau ist die Farbe.
Farbe deines gelben Haares, rot ist die Farbe deines grünen Vogels. Du schlichtes Mädchen im Alltagskleid, du liebes grünes Tier, ich liebe dir. Du deiner, dich dir, ich dir, du mir, wir. Das gehört beiläufig in die Blutkiste. Anna Blume, Anna, ich träufle deinen Namen. Dein Name tropft wie weiches Rindertalg. Weißt du es, Anna, weißt du es schon? Man kann dich auch von hinten lesen. Und du, du herrlichste von allen, du bist von hinten wie von vorne. Ah, ah. Rindertalg, Teufel, streicheln über meinen Rücken. Anna Blume, du tropfest hier, ich liebe dir. Ja, danke schön. Das war Kurt Schwitters. So, und jetzt gehe ich auch gleich wieder rüber. Moment. Genau, ich bewege mich wieder hinter den Paravent. Wir sehen uns dann gleich nochmal am Ende. Tschüss. Hunger. Finde ihn. Hage, aber ich hin, wo ich gefischne. Alice in de Wunde gage. Hage, Alice in de Wunde gage. Komm zurück, ne. Alice in de Wunde gage. Oh Jemini, ich komm zu spät. Die Herzogin, die macht mir in die Herzogin. Emma Josepha, die Handschuhe und der Fächer. Fix. Oh, geweihte Kaninchen. Hage, weiche Kaninchen. Oh, der grinche Kasper. Du bist verrückt.
Nee. Doch. Nee. Doch, du bist verrückt und ich bin verrückt. Wir sind alle verrückt. Nee. Doch. Nee. Doch. Und jetzt reibt es sich die Haut mit der Lotion ein. Nee. Doch. Wo ist die Schenkel, Kasper? Komm her. Tschüss. Vater. Komm auf die dunkle Seite der Macht. Mein junger Freund, also wenn schon, dann heißt das Frosch und nicht Froschen. Froschen, ja. Ich denke, es ist an der Zeit für eine kurze sprecherzieherische Exkursion. Sprich mir bitte nach. Bitte. Oder vielleicht das hier. So, sie sau. Sprich mir einfach nach. So, sie sau. Okay, vielleicht ein letzter Versuch. Der kleine plappende Kaplan klebt poppige, peppige Papplakate an die klappernde Kapellwand. Der kleine plappende Kaplan klebt poppige, peppige Papplakate an die klappernde Kapellwand. Ja, Moment. Der kleine bickelige Binkel. Nochmal. Der kleine bickelige Binkel. Manu, ein Heuwagelchen. Nochmal. Manu. Tja. Hoffnungslos. Tschüss. Manu und tschüss. Autsch. Schwertenkerl hier. Moment.
Nochmal. Und genau wurfen die King Archie. Bob die Bauwurf hier. Ja, Moment. Können wir den schaffen? Ja, wir schaffen das. Nochmal. Können wir den schaffen? Ja, wir schaffen den Garten. Moment. Tschüss. Roter Bruder, möge der Bison zahlreich sein. Hau, Ocheshisake, mein grüner Bruder. Ich weiß. Ich weißer Bruder. Nee, ich bin ein roter Bruder. Ja, ich weiß. Nee, du grün. Nein, aber ich bin der weiße Bruder und du bist der rote Bruder. Ach so, sorry. Kriegst du ein bisschen noch mal hier. Hau, Winnetou, mein roter Bruder. Hau, Ocheshisake, mein grüner Bruder. Weiß. Ruhig, Brauner, ruhig. Ruhig, Brauner. Ruhig. Rote Bruder, weiß. Dann krieg ich ein bisschen noch mal hier. Hau, Winnetou, mein brauner Bruder. Oh. Brauner Bruder? Nee. Blöden Frosch. Nee, ein roter Bruder, weißer Bruder, weißer Bruder, roter Bruder, roter Bruder, weißer Bruder, roter Bruder. Ja, ich hab's ja kapiert. Ruhig, Brauner, ruhig. Ruhig, Brauner. Manchmal
werde ich sehr müde. Tschüss. Neulich auf einem Eisberg. Alter, ich hab so einen Hals, wa? Dieses scheiß Klima, Junge, wa? Ja, ich war eben hinten, wa, wollten mir so ein kleines Schulte kredenzen, wa? Sieg ist die Hälfte von meinem Eisberg abgebrochen. Einfach so, wa? Ja, ich glaube, mein Gletscher kalbt, Junge. Hallo? Kannst du das einfach mal ausmachen vielleicht? Hier, da sind zwei Leute im Saal. Und einer davon hat die ganze Zeit das scheiß Handy an. Das sieht krass aus, Junge. Mach's doch einfach aus, bitte. Dreh durch. Das kostet, mein Freund. Das kostet einige Schulte. Das kannst du wissen, Freundchen. So, wo man steht. Sag mal, was willst du eigentlich jetzt? Bist du jetzt ein Sparwitz oder was? Ab. So. Ja, gut. Aber eine gute Sache hatte doch gehabt, wa? Weil ein Heik hinten nochmal so genau gekickt war und ein Heik so ein kleines Fläschchen Gin gefunden. Hier, pass mal auf. Na, wo ist es? Ah, hier. Gin. Ja, ja steht ja drauf. Ja. So, ja, wollen wir mal kicken. Lecker, ist lecker, wa? Wollen wir mal kicken, wie die Scheiße aufgeht, wa? Pass mal auf. Ja. Hallo? Sag mal, wer bist denn du jetzt? Ich bin der Gin. Wie, was, der, Mann, ich wollte einfach nur Gin. Da bin ich. Mann, das ist nicht, was ich wollte. Sag mir, was du willst und dein Wunsch geht in Erfüllung. Mann, ich wollte mir einfach die ganze Pflicht ein Fläschchen Gin in den Kopf stellen, Junge. So sei es. Alter, sag mal, hast du einen Vogel oder was? Sag mal, was bist denn du jetzt? Aber nicht in den Ton, Fräulein, wa? Und jetzt aber 1 zu 1 zu Abmarsch. Oh, Scheiße. Sag mal, was soll denn das jetzt? Aber Moment mal. Da fällt mir ein, da könnte ich ja auch... Genau. 1 zu volle Wolle, jetzt wünsche ich mir eine Olle. Na, mein kleines Puschelbärchen, wie geht's uns denn heute? Also, ich weiß ja nicht, wie es Sie, Frau Cindy, war. Aber mir jetzt beschissen, so war das nicht geplant. Na, was denn los? Na, komm doch mal her. Hallo? Entwickle mal Hemmung, Alter. Und jetzt aber 1 zu 1, wo verschwinden die Busse? Sag mal, das Ding ist ja gemeingefährlich. Dafür brauchst du ja einen Waffenschein, Junge. Weg mit der Scheiße. So, Freunde, das war's auch jetzt schon von mir, war und von meinen Kollegen. Jetzt kommt noch mal kurz der komische Typ hier auf die Bühne gestolpert, war und dann ist, und dann gehen wir alle schön schlafen, war. Und der Kollege Tristan gibt mir gleich noch ein schönes Bierchen aus. So sieht's nämlich aus. So, Freunde. Also, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Von meiner Seite jetzt schon mal Schisikowski, war. Ja, tschüss. Ja, das war's tatsächlich von meiner Seite. Ich weiß gar nicht, warum ich noch genau hier rauskomme. Sind denn noch ein paar Leute online eigentlich oder sind jetzt alle schon schlafen gegangen? Ah, immerhin. Naja, also, ja, ich würde sagen, das war's von meiner Seite. Ich, ja, ach, genau. Also, ne, wisst ihr Bescheid. Also, für alle, die sich jetzt später dazugeschaltet haben, erstmal,
Es gibt hier, also ihr könnt diesem wunderschönen Theater was Gutes tun und tief in eure Kreditkarten reingreifen oder auf eure Bankkonten und dem da ein bisschen Geld überweisen. Den Link findet ihr überall, entweder auf der Seite oder auch wahrscheinlich hier über dem Stream oder so, ne? Genau, und das würde mich sehr freuen. Ach so, vielleicht noch eine kurze Durchsage in eigener Sache. Ab heute, also ich, wer es nicht weiß, ich habe einen Roman geschrieben, Wie einmal ein Bagger auf mich fiel. Ein autobiografischer Roman, sehr schön. Und ab heute ist das Hörbuch raus, von mir selbst gelesen. Könnt ihr auf Spotify, Audible, nee, Audible noch nicht, Audible erst Ende April, aber schon mal Spotify, iTunes und Amazon Music könnt ihr das downloaden oder streamen. Genau, das war's von meiner Seite. Ne? Keep on rocking. Bleibt zu Hause, bleibt gesund und weiterhin viel Spaß, auch in diesen seltsamen Zeiten. Tschüss, macht's gut, ciao. Achso, vielen Dank noch. Danke noch natürlich an den wunderbaren Sven hier an der Technik und an Tristan, der mir gleich noch ordentlich MB ausgeben wird, weil sein scheiß Handy die ganze Zeit, ne? Dreimal, mein Freund. So, also, wisst ihr Bescheid. Danke, tschüss.